Ja, seit Menschengedenken werden doch immer wieder kriegerische Konflikte aufgrund unterschiedlicher religiöser Glaubensüberzeugungen ausgetragen, beziehungsweise gar durch sie legitimiert. Wie stehen Sie selbst zur Religion? Ich habe oft nachgedacht über die Rolle der Weltreligionen in der kriegerischen Geschichte der Menschheit. Da gab es doch die sehr grausamen Religionskriege in Europa. Und in unserer Zeit bekämpften sich seit vielen Jahren sogar Christen untereinander in Irland. Katholiken und Protestanten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Tja, aber haben nicht gerade auch die Amerikaner die Gottlosigkeit der Sowjetbürger gegeißelt in der Zeit des Kalten Kriegs? Man ging so weit, dass man hierzulande sagte, man muss gegen die gottlosen Russen kämpfen. Denken Sie an das viele Jahre andauernde hinterhältige Morden im Libanon. Christen gegen Moslems, Schiiten gegen Juden und so weiter. Und alle berufen sich auf den einen großen Gott, den Schöpfer des Universums. Tja, und alle bekennen sich zum Monotheismus. Gewiss, alle berufen sich auf ihren einzigen Gott und planen Massenmord im Namen eben dieses einen Gottes. Denn auch in Amerika eilten die Menschen in die Kirchen und beteten als Christen oder Juden zu ihrem einen Gott und hofften, dass dieser Gott ihnen zum Sieg gegen die Iraker verhelfen würde. Ja, Professor Pauling, Sie haben sich bei früherer Gelegenheit als Atheist charakterisiert. Glauben Sie, dass Gottlosigkeit Kriege verhindern würde? Also sind Sie gegen religiöse Bindungen? Absolut nicht. Religiöse Traditionen, Heilserwartungen und Rituale stillen ein elementares Bedürfnis vieler Menschen unserer Welt. Und sie werden von einer Generation zur anderen weitergegeben. Sie erscheinen mir ein stabilisierender Faktor im Zusammenleben der Menschen zu sein. Ich habe gar nichts gegen Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen. Denn fast alle religiösen Gesetze und Regeln sind von einer hohen Moral durchdrungen. Aber ich finde es schlimm, dass Millionen Menschen immer wieder bereit sind, sich auf ihren Gott zu berufen, wenn sie ihre eigenes religiösen Gesetze missachten oder je nach Bedarf interpretieren. Denn das führt immer wieder zu Konfrontationen und Chaos. Ist das der einzige Gesichtspunkt Ihrer Kritik? Der andere gefährliche Aspekt ist der Gedenke, dass nur meine eigene Konfession den Schlüssel zum Paradies besitzt und also die Gläubigen anderer Konfessionen Unrecht haben, dass man sie verfolgen oder wenigstens bekehren sollte. Und wenn ein Krieg droht, hat man einen bequemen Vorwand, Andersgläubige zu töten. Dies verurteile ich. Ja, wäre dann nicht eine universale, also allgemein gültige Weltreligion erstrebenswert? Aber nein, ich denke, es wäre schade, wenn die Welt zu uniform würde, wenn alle Menschen an einen dasselbe glauben würden. Ich bin ein Freund der Vielfalt, wie wir sie je auch in der Natur vorfinden. Ich bin für diese gewachsenen Traditionen
denn sie sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der menschlichen Kultur. Aber die genetische Beschaffenheit des Menschen ist doch fantastisch in seiner Vielfaltigkeit. Kurzum, ich würde alle Anstrengungen bedauern, die darauf hinausliefen, alle Menschen immer uniformer zu machen und ihr Denken gleichzuschalten. Ja, so sind auch die großen sozialrevolutionären Utopien gescheitert, weil sich die menschliche Natur gegen jegliche Gleichmacherei sträubt und gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Wie stehen Sie persönlich, Professor Pauling, zu irgendeiner Bindung im religiösen Sinne? Ich bin jetzt 90 Jahre alt und ich glaube, ich habe etwas 80 Jahre lang gespürt, dass ich jedes Dogma für sich persönlich ablehne, das mit Offenbarungsreligionen zu tun hat. Mir scheint, dass die Wissenschaft ziemlich erfolgreich Ursprung und Beschaffenheit unserer Erde erklärt und auch die Anfänge des Lebens an sich und die Evolution des Menschen. Und dann kam ich vor 90 Jahren auf die Welt und das macht mich zufrieden und hat mir ein schönes, interessantes Leben beschert, wohl von Anregungen, Entdeckungen und Einsichten.